Servus Leute, willkommen zu Diablo 4 Beta, also Closed Beta. Ich hätte euch gern mehr gezeigt, aber naja. Die erste Aufnahme war leider Müll, um es mal so auszudrücken. Bin sehr oft rausgeflogen, hab Hänger drin gehabt, Soundfehler, ja, das volle Programm. Deswegen werdet ihr jetzt gleich einen Jäger sehen, der schon Stufe 9 hat. Also ich konnte schon ein bisschen spielen. Aber wie gesagt, leider war die Aufnahme nix. Leider, leider. Sollen wir mal gucken, dass das jetzt besser funktioniert. Ihr seht also die Warteschlange. Ich habe 45 Minuten jetzt gewartet, um überhaupt reinzukommen. Mehr Infos? Ja, das wissen wir ja. Also die Chandra, Jägerin, Stufe 9. Schauen wir mal, dass wir mit der reinkommen. Wie gesagt, ich habe jetzt schon ein bisschen gespielt. Den Anfang, vielleicht gucke ich, dass ich mit einem zweiten Charakter, also mit einem Zauberer oder mit einem Barbar, den es noch gibt, euch den Anfang zeigen kann. Und hier mit dem Held sind wir jetzt auf Stufe 9. Kovashat ist die erste größere Stadt. Hier gibt es einen Heiler, hier gibt es Händler, Schmied, und so weiter. Ihr seht, ich habe noch einen Haufen Zeug dabei. Ich bin das letzte Mal einfach rausgeflogen, leider. Konnte dann nicht weiterspielen. Und seitdem konnte ich leider nichts mehr machen. Wir haben auch noch Fähigkeit offen. Also wir haben jetzt, es euch zu zeigen, das ist die erste, die Primärfähigkeit. Da kann man entweder auf Dolch oder Bogen gehen. Die zweite Fähigkeit dementsprechend auch. Also da gibt es wieder Schnellfeuer, Sperrfeuer, den durchschlagenden Schuss oder für die Dolche was. Die dritte Fähigkeit, also ist einmal Krähenfüße oder ein Schattenschritt oder Breschen. Ich habe mich für die Krähenfüße entschieden. Man kann hier auch nochmal Unterverbesserungen machen zu den einzelnen Verbesserungen. Das lernen wir jetzt auch mal. Also es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten, seinen Charakter zu entwickeln. Das ist natürlich der Schmied, den gibt es ja jetzt auch schon. Wir tun alle Gegenstände wiederverwerten, bekommen dafür wieder Ressourcen. The Forge is hot. So, ich zeige euch mal kurz die Map. Das ist die Weltkarte, also das hier ist die Karte der Stadt. Das hier ist die gesamte Karte. Was ich bisher freigeschaltet habe, ist dieses Gebiet hier. Und ein Teil von dem. Was ich eigentlich machen will, ist, hier unten es gibt verschiedene Dungeons für die verschiedenen Charakter. Dungeon für den Barbar, für den Zauberer, für den Druiden, für den Zauberer und auch für den Jäger. Da will ich jetzt eigentlich hin. Machen wir uns einen Wegpunkt und reisen hier hin. Also Schnellreisepunkte gibt es auch wieder, wie in Diablo 3 auch. Und das Dungeon ist jetzt eigentlich mein Ziel. Also es gibt Nebenquests, es gibt Hauptquests, es gibt Statuen zu erkunden. Es gibt alles Mögliche. Also wir haben echt übelst viele Aufgaben. Ich kann euch das Ganze mal kurz zeigen. Und zwar das hier gibt es alleine in dem Gebiet hier. Zersplitterte Gipfel. 7 Wegpunkte, es gibt 3, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, 35 Nebenquests. Dungeons, Statuen von der, ich weiß gar nicht, von der Lilith, genau, die Lilith-Statuen, die einem Verbesserungen geben. Also es gibt viel zu tun. So, dann gehen wir mal rein. Also das Schnellfeuer ballert jetzt nicht mehr komplett durch, da das ist so versetzt. Also ihr seht, da kommen so und so viele Schüsse raus. Die sind scheiße hier, die Phantome. Heilen geht über Q, also über Tränke. Zumindest im Moment noch. Hier ist eine von diesen Statuen, die ich schon entdeckt habe. Also man heilt nicht selber oder nur sehr langsam.
energy. Schon mal gut, da kommt einer und hilft. Wie gesagt, es geht heimgesuchte Höhle. Oh, komm. Komm mal rein. Kurzer Ladebildschirm. Schauen wir mal in die heimgesuchte Höhle, was es hier gibt. Eine Instanz, geht man immer alleine rein, da kommt keiner mit, auch wenn der jetzt gerade auch reingegangen ist. Heimgesuchte Höhle abgeschlossen. Keller abgeschlossen. Okay, gut. War jetzt nichts Besonderes, aber immerhin. Also wir haben hier immer die Hauptquest. Sammlung und Freunde, klar ein Spiel. Wie komme ich auf die Quest mit Q? Ab Q. Und Fertigkeit. Charakter. Muss gerade überlegen. Gehen wir da zurück. Steht einer. Ah, da ist jetzt ein Haken dran, seht ihr? Und hier ist jetzt ein Weltereignis. Das ist auch neu. Oh, ihr seht, also wir müssen jetzt das Waldwesen, den Waldwesen besiegen. Ein Ereignis. So, das war das. Jetzt will ich aber in die Höhle rein, deswegen ich eigentlich da bin. Also das Dungeon ist relativ heftig, muss ich sagen. Ich war da schon mal drin und da ist die Verbindung abgerissen das letzte Mal. Und das ist nicht ohne. Der Anfang ist nix. Gibt's auch keine Gegner, die kommen gleich. War jetzt richtig scheiße. Da wurde ich voll blockiert. Bin aber auch voll reingesprungen, ich Idiot. Also mit Leertaste kann man so einen Ausweichsprung machen. Das haben sie von der Konsole übernommen, weil das gab es auf der Konsole schon die ganze Zeit. Bin ja ursprünglich mal Konsolenspieler gewesen. Zwei Mashen mal die Seite hier voll leer, die ist leer. Jetzt die Seite. Oder erstmal Leute aus der Mitte, ist mir auch egal.
Das ist ein hässlicher Schamane gewesen. So. So. Tötet die dämonischen Frontsoldaten, die waren noch gar nicht da, ne? Raum für Raum leer kämpfen. So, nach und nach Gegner besiegen. Lass ich zu viele pullen. Ein Hammer. Beschäftigt. Also ich habe auch gleich die zweite Stufe genommen, nicht Stufe 1, also nicht die leichteste Stufe, sondern gleich ein bisschen herausfordernder. Um ganz einfach ein bisschen schneller aufzusteigen. Klar, mal hier töten, was geht. Verreck, ey. Der war ja mal richtig widerlich. Also die Gegner hier, puh. Ich würde jetzt gerne erst hier alles weghauen. Gut sehen, aber... Ja, genau. Also diese Schamanen, die sind richtig eklig. Hat. Eine Tür wurde entsiegelt oder entriegelt. Ein wichtiger Gegenstand fehlt. Also die Banshees, die sind aber heftig, ey. Thank you.
Masse. Also ihr seht ja, was hier jetzt schon abgeht. Kommt plötzlich Geister von hinten, ja. Wir haben erhöhtes Leben. Also Energy ist so ein Problem, ja. Ich weiß halt überhaupt nicht, was ich da brauche. Irgendwas muss ich ja da finden. Ja, genau. Immer mal wieder heilen, das vergesse ich als, weil in Diablo 3 heilt er automatisch, da ist nichts mit, also kann man auch Ding nehmen, eine Potion, aber da ist nicht ganz so überlebensnotwendig wie hier. Banshees, ey. Ich hab keine Ahnung. Gehen wir mal da hin. Muss ich erst das zurückbringen, bevor ich hier weiter kann, oder was? Also ich kann jetzt, konnte jetzt gerade keine Kiste öffnen. Und wo ist das Podest? Das zeigt er mir jetzt natürlich nicht an. Da oben. Ja, genau. Wieso kommt jetzt der Mondclan? Wir haben noch eine Fertigkeit. Jetzt können wir gucken, was wir verbessern. Durchschlägt verwundbare Gegner, stößt nicht die gelegte Gegner in der Nähe zurück. Nehmen wir das. Jetzt können wir das nicht auch noch lernen. Da kommt es, wie ich jetzt schon voll erkunden, wenn wir schon hier sind. Also ihr seht, es ist jetzt ein etwas größeres Dungeon. Direkt, damit ich wenigstens ein bisschen Content habe, weil, wie gesagt, die erste Aufnahme war eine Katastrophe. Ich habe mir so viel Mühe gegeben, dann hatte ich lauter Soundfehler drin. Das war fast, und die kriege ich trotzdem nicht auf, fast unmöglich, das Ganze hinzukriegen. Wir tun jetzt nicht keine Elite-Gegner zurückschießen. Oh.
Weil das sind hier Gegner, das ist Spodal. Also schadenstechnisch bin ich aber auch, naja. Leider nicht so stark, wie ich gern möchte. So. Können wir hier drüben noch reingucken, ob da noch was ist? Ist ja geil mit dem Zurückstoßen. Also wenn man Gegner verwundbar macht, bekommen sie mehr Schaden. Was ja eigentlich auch logisch ist. Ich weiß ja nicht, ob diesmal die Jägerin meine Qual der Wahl ist, weil ich finde sie bis jetzt nicht schlecht, ja, aber irgendwie. Vielleicht habe ich in meiner Diablo-Karriere schon zu viel Jäger gespielt, weil im ersten Teil Jäger, im Diablo 2 die Amazone viel gespielt. Dämonenherzen, das ist bestimmt auch wieder irgendein Material. Okay, hier ist nichts, das heißt, wir müssen da oben hin. Immer erst recht sein. Scheiß Schamane und dann gleich so viele. Man muss es ja übertreiben, ne? Das ist schon eine Herausforderung. Dass ich eine schwere Stufe genommen habe. Mal. Aber egal. Was ich hier bekomme, keine Ahnung. Ich mache das halt einfach mal. Erster legendärer Gegenstand. Ist das krass, Alter, das hört doch gar nicht mehr auf.
of energy. Also die Gegner hier, richtige Arschgeigen. Gott. Ich krieg gleich ein Level up. Scheißdinger verschwinden. Oh, ist das riesig. Mann, 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 das ist ein Dungeon. Er trifft mal genau gar nichts. Hässliche Scheiß-Banshees. Das ist ganz lustig mit dem Zurückschießen, muss ich sagen. Das ist die Frage. Überall Gegner. Hier steht mit die Kiste. Wie es aussieht. Die wir brauchen. Gehen wir trotzdem hier schon durch. Wo ist er denn hin? Also die Geister lassen sich wohl nicht zurückschießen, wundert mich aber auch nicht. Aber es geht Richtung Ende, so wie es aussieht. Das Leben. Das haben wir jetzt voll erkundet. Jetzt müssen wir wieder zurück in den Raum und dann geht wahrscheinlich links die Tür auf. Oh, Leute, ich sag's euch. Also wie gesagt, Leute, das ist eine Dungeon, was wir jetzt machen. Ich weiß, ich bin ein bisschen still, aber ich bin gerade auch ein bisschen geflasht hier von dem Neuen. Also es sieht echt hammergeil aus, das Spiel. Das Einzige, wo ich schon gesagt habe, auch in meinem ersten Video gesagt habe, was mir ein bisschen Angst macht, wir können jetzt die nächste Fertigkeit freischalten, ist, nee, noch nicht, wir brauchen noch zwei. Ist die Angst, kann man nur eins erlernen, na gut, die Angst davor, dass man die Sachen, die man farmen kann, also
Handwerksmaterialien und so Zeug, dass man das dann per Geld kaufen kann. Das ist bisher die einzigste Angst, die ich habe. Ja, dann verbessern wir doch den Schnellfeuer. Und ich weiß noch nicht so ganz, wie das nachher ablaufen wird. Ob das dann so ist oder nicht, wird sich zeigen. Scheint der Boss zu sein hier. Nein, ich habe doch gerade Q gedrückt. Also die Ausrüstung verliert 10% Haltbarkeit. Das ist ja auch nichts Neues, ne? Kennen wir ja, wenn man stirbt. Ich hoffe, der hat jetzt nicht sein ganzes Leben wieder... Oh nee, jetzt muss ich den ganzen Scheiß nochmal von vorne machen. Ob man nicht rausgehen, ne?
kann mich nicht mehr heilen. Wie soll ich den schaffen? Der hat die gleiche Stufe wie ich. Machen wir mal ein bisschen mehr Schaden. Vielleicht. Ein bisschen. Gucken mal, dass wir ein bisschen weniger Schaden bekommen. Legendäre Armbrust. Ach, südlich. Kriegsschleuder. So. Sind wir ein bisschen stärker? Vielleicht macht es ein bisschen schon genug aus. Okay, macht auf jeden Fall was aus. Also wie viel jetzt? Ihr habt Aspekt des Beschützers im Y. Wenn ihr den Schaden zu mir haltet, dann wäre die 10 Sekunden lang und dann kann er alle 30 Sekunden. Ach, das sind dauerhafte Verbesserungen oder was? Ah. Um im Codex, dem habe ich doch gerade. Ah, ja, sehr schön. Danke. So, hier sind die Quests. Es gibt Kampagnenquests. Natürlich. Es gibt Kampagnenquests, die man noch nicht in dieser Version des Spiels machen kann. Das ist dann nur später. Aufwertung für Heiltränke, Aufwertung für Gegenstände und so weiter. Nebenquests haben wir auch noch einen. Verfolgen wir mal. Nebenquests machen wir dann auch. Wo mache ich das? Müssen wir erstmal hier raus. Also was ich jetzt nicht gesehen habe, ist so ein, wie in Diablo 3 gibt es ja am Ende des Dungeons so ein Obelisk, mit dem man dann zurück an den Anfang des Dungeons kommt. Das habe ich jetzt nicht gesehen, aber das kommt vielleicht noch. So, abgeschlossen. Gucken, ob da jetzt auch so ein Haken dran ist. Ja, ist ein Haken dran. Ist das, was ich gemeint habe, da gibt es jetzt so Bären ab und zu finden. Hier, Weißelbären. Und das sind so Sachen, wo ich nicht weiß, wo man andere Sachen bekommen kann durchs Kaufen. Anstatt zu farmen zu müssen. Was ja grundsätzlich eigentlich kein Problem ist. Also ist schon anders jetzt der Schaden, ne? Mit der Armbrust. Die haben alle schon Titel. Father Bless, what do you need? Alter. Okay, ich glaube, alles, was besser ist, haben wir jetzt an. Jetzt machen wir alle Gegenstände verwerten. Bam. Alles Mögliche bekommen. Hier kann man Waffen und Rüstungen aufwerten. Gegenstandsstufen erhöhen. Für Gold und für Eisenbrocken. Ah, okay. Also man kann jetzt auch Waffen aufwerten, sehe ich gerade, und Rüstungen. Angelegte Ausrüstung reparieren sowieso. Ah, okay, okay, okay. Wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Nach Kurvaschat. Auf nach Kurvaschat. So, jetzt gucken wir uns noch die drei Sachen an und dann würde ich sagen, langt das für das Video. Oh nee, wenn ich jetzt rausfliege, dann ist es eh vorbei. Das fühlt sich nach Disconnect an. Oh nee, Glück gehabt.
Aber hier sind jetzt natürlich einige mehr unterwegs. Gehen wir erstmal hier hin. I want to upgrade. Also es ist teilweise noch Englisch, hier seht ihr ja gerade. Manches ist noch nicht übersetzt. Buckles need reinforcing. This leather's cracked. What have you been getting yourself into, huh? Look, you live or die by the quality of your equipment. If you've the coin and materials, I can improve it for you. Okay. Er zeigt uns jetzt, wie man verbessert. Ist doch dann das. Nehmen wir mal das da. Rüstet, Leder und aufgewertet. Aufwertung abgeschlossen. Abgeschlossen, Rüstungsschmied. Und wenn man das komplett fertig hat, dann kriegt man dafür was, oder? Keine Ahnung. Habe ich noch nicht verstanden. Belohnung freigeschaltet. Gelehrige Rüstungsschmied in Spielertitel. Muss ich gleich mal gucken. Jetzt du? Well, you certainly have the look of someone who spends a lot of time in the wilds. I expect you'll also want. Hier gibt's Elixiere, genau. But let's focus on your healing potion for now. Healing potion, okay. I have some extra materials we can use this time. If you want to improve your healing potion further or craft any elixirs, you'll need to source your own ingredients. Ja, man braucht die eigenen Zutaten dann irgendwann. I will not leave these walls. Never again. Ja, dann. Wirksamkeit der Sachen kann beim Alchemisten aufgewertet werden. Aufwendung erfordern Gold, Kräuter, die in der Welt gesammelt werden können. Füllungen von Eitern können erhöht werden, indem sie in jeder Region auf an Ansehen gewinnen. Das Ansehen einer Region wird auf der Karte angezeigt. Ah, der schützt besser. Schützt ein winziger Heiltrank, kein schwacher Heiltrank mehr. Ich hätte jetzt gern den Titel. Tödliche Meisterschütze. Bestätigen. Schließen. So, jetzt bin ich tödliche Meisterschütze. Dann mal aber nochmal ein. Hier. Hier gibt es auch Pferde dann, Reittiere. Kann ich aber noch keins kaufen. Dann kommt man noch schneller voran. Okay. Sometimes contain great power. Great power. I can help you wrest that power free. The process will break down the original object, leaving behind the pure aspect of its mystical power. Its mystical power. You might think of it as ripping the soul from one body and transferring it to another. Not that I would ever dream of such a thing. Certainly not within earshot of the cathedral. Hab ich jetzt. Okay. Extrahierung und Einbringen. Da brauchen wir drüber. Ah, da kann man das. Kann man aus Aspekte reinhauen. Hier kannst du was. Ah, da kannst du den Aspekt extrahieren. Siegel herstellen, Siegelwert wiederverwerten, Gegenstände verzaubern. Okay, das geht so. Teufelsrose. Ja, das sind so Sachen, wo ich sage, ob man das nicht irgendwann kaufen kann. Ja, Geld. Obwohl es eigentlich egal ist, dann zwischen hier noch für eine. Ah. Kann man Ringe kaufen. Alles gelernt, alles gemacht. Als nächstes würde ich das hier verfolgen. Muss man dahin. Obwohl, eigentlich sollte man dann vielleicht erst. Weil das ist nämlich hier in dem Ort. Und da würde ich dann sagen, machen wir das nächste Mal weiter. Wenn ich es nochmal nächstes Mal gibt. Also Leute, das war jetzt mal der erste Einblick in Diablo 4 Beta, also Closed Beta. Ich muss sagen, optisch ist es echt schön. Gut, ich habe jetzt auch einen relativ starken PC. Ich weiß nicht, wie das auf einem mittelmäßigen PC aussieht. Meiner ist relativ gut.
muss ich sagen. Das Fertigkeitensystem sieht noch gewöhnungsbedürftig aus, aber ich glaube, wenn man da mal durchsteigt, dann passt es schon. Muss man halt gucken, was man machen will, in welche Richtung man gehen will. Man kann auch, so wie ich das sehe, alles zurückersetzen, alles zurücksetzen und neu alle erstatten, geht auch. Also man kann alles wieder neu farmen, neu setzen, so wie man will. Das finde ich schon mal nicht schlecht. Paragone gibt es auch. Inventar hat sich nicht groß verändert, also es gibt immer noch das gleiche an Ausrüstung, nur sieht es ein bisschen anders aus. Materialien gibt es viele. Da bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob das nicht ein bisschen viel ist. Hauptwerte, Stärke und das ganze Zeug, das ist ja nichts Neues. Das gab es bei Diablo auch schon, bei Diablo 3 auch schon. Es gibt roten Staub, das ist PvP-Ware. Es gibt Obolusse, Kuriositätenhändler, das ist ein spezieller Händler. Was gibt sonst? Ansonsten ist eigentlich alles beim Alten. Also es gibt einen Haufen Zeug zu tun. Und da gibt es auch Belohnungen dafür. Gold, Fertigkeitenpunkte, Trankladungen, Obolusse, Paragonpunkte, Ansehensteigerung. Der Karte, wo man das hier sieht, anscheinend sieht man das hier, wie hoch das Ansehen ist. 155 von 2495. Und desto mehr ich von den Sachen wohl entdecke und mache, desto besser wird es. Und hier sieht man auch, das gehört alles dazu. Zersplitterte Gipfel, zersplitterte Gipfel. Hier ist schon was anderes. Das gehört auch nicht mehr dazu. Das gehört noch dazu. Das alles nicht. Also im Prinzip alles, was hier so drumherum ist, ist da hoch. Ist zersplitterte Gipfel. Und dann gibt es Gosglen, Trockensteppe, Kijistan, Avesar. Akt 1, Akt 2, Akt 3, Akt 4, Akt 5 vielleicht. Wer weiß. Es würde passen. Es gibt einen Haufen Zeug zu tun. Es gibt den zersplitternden Gipfel. Ihr seht es ja. Es gibt, wie gesagt, alleine 28 von den Statuen, die einen dauerhaften Bonus geben. Es gibt 77 einzigartige... Kann ich das irgendwo besser zeigen? Hier vielleicht? Hier sieht man es ja. Es gibt 7 Wegpunkte. Es gibt 3 Stützpunkte, weiß ich noch nicht. Es gibt 35 Nebenquests alleine in dem Gebiet. Es gibt 77 verschiedene Gebiete in dem Gebiet, wo man entdecken kann. Also verschiedene, wahrscheinlich wie Wald des grünen Forstes oder so. Es gibt 23 Nebendungeons, da habe ich jetzt eins erledigt. Und es gibt diese Altäre, genau, Altäre von Lilith, Statuen, Altäre. Und das ist nur das erste Gebiet und das ist auch das, was man in der Kampagne spielen, also in der Open Beta und in der Closed Beta spielen kann, mehr nicht. Aber das ist halt schon, würde ich sagen, ordentlich. Gut, Leute, dann sehen wir uns im nächsten Diablo 4 Video. Also eins will ich auf jeden Fall noch machen, wo wir dann weiterspielen. Und dann vielleicht noch ein drittes Video, wo ich dann die anderen zwei Charaktere noch einmal kurz angucke und vorstelle. Und das soll es dann auch gewesen sein. Und den Rest der Zeit will ich auch noch ein bisschen genießen in der Beta und ein bisschen spielen. Und dann mache ich vielleicht ein letztes Video mit einem Fazit sozusagen. Wo ich dann Diablo 3 wieder weiterzocke oder vielleicht am Ende der Beta von 4. Am Ende der Beta von Diablo 4 vielleicht. Und dann sehen wir weiter. Ne? Dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.